Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zum Unboxing der letzten verbleibenden Osterbox. Ja, ich weiß, nach Ostern ist vor Ostern, mit der bin ich zu spät dran. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten mit DHL. Dann war ich auf Malle gewesen, hat es nicht mehr so richtig gepasst. Dann kam die Box irgendwann, da war ich aber schon wieder auf den Sprung, noch ein paar Tage Ostsee zu genießen. Und naja, nun bin ich wieder da, die Box lag da und deswegen enthalte ich sie euch jetzt hiermit nicht vor. Hat gekostet 50 Euro, Warenwert mindestens 80 Euro, ein paar verschiedene Hardbaits wahrscheinlich drin, ein bisschen Zubehör, passende Jigköpfe zu Gummifischen und sowas habe ich gelesen auf der Seite. Link zur Box findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was wir hier haben. Ein schönes großes Paket. Und wollte ich mal sagen, schnacken wir nicht so lange, sondern legen einfach los und sind gespannt, was wir denn hier haben. Genau, und los. Schwupps. Oh, hoppala. Brrrt. Einmal aufschneiden. So, da haben wir das gute Stück. Ja, würde ich mal sagen, Stück beiseite und fangen wir einfach mal an. Ja, vielen Dank für deinen Einkauf. Kennen wir schon. Wer 1, 2 oder 12 meiner Morphish-Videos gesehen hat, wird diese kleine Karte schon kennen. Dann haben wir hier einen kleinen Aufkleber. Hier trifft sich die Elite. Countdown Elite von Rapala. Cooler Aufkleber. Dann geht es ja weiter mit einem großen Jig-Kopf. Größe, keine Ahnung, mit einem Drahtbaitholder. Gewicht wahrscheinlich irgendwas um die 10 Gramm. Der sollte von Westin sein, wenn ich das Zeichen hier richtig deute. Ja, genau. Kann ja mal auspacken, dann kann ich es vielleicht besser lesen. Oder auch nicht, höchstwahrscheinlich nicht. Ihr kennt mich ja hier so mit dem Lesen unter der Kamera ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Ah, ist auch egal, keine Ahnung. So, ja, auf jeden Fall schön stabil. Kann man machen. Brauchen wir sicherlich für irgendeinen großen Gummifisch, der hier mit drin ist. So, da haben wir noch ein paar Jig-Köpfe. Super Jig-Heads von der Firma Expert. Extra Strong, Extra Sharp. Darts. Slimline, 10 Gramm, Hakengröße 5,0. Drei Stück sind drin. Boah. Dann geht's. Upala. Weiter mit der Firma Falkfisch. Hier nochmal extra verpackt in einen Zipperbeutel. Ah, ein Wobbler. Also, ich sage jetzt einfach mal Wobbler. Ein schön Forellen-Design. UV-aktiv, der Streifen in der Mitte auf jeden Fall. Mit Rasseln drin. Hört man schon. Ja. Schönes Ding. Falkfisch Schweden, Tauchtiefe 1,5 bis 4,5 Meter schwimmend. Also der treibt hier auf jeden Fall nach oben. Steht nochmal unten drauf. Nennt sich Spigot DDFL. 30 Gramm hat er. Ja, schön. Boah, steht auch nicht so weiter drauf. Nö. 30 Gramm nochmal. Ja, schönes Ding. Für die Hechtzeit jetzt auf jeden Fall. Packen wir nicht ein, oder? Das ist Quacker Quatsch. Dann haben wir. Oh, die kenne ich schon. Die hatten wir schon mal drin. Pay Peanuts. Fand ich ziemlich cool von der Farbe her. Von der Firma M-War, würde ich jetzt mal sagen. Standard Series. Irgendwas mit Monkey stand da noch. Ja, aber die sehen geil aus. Also die mag ich vom Design her. Die riechen auch ziemlich cool. Haben ja so ein Motoröl Farbton unterm UV-Licht. Hinten der Schwanz natürlich hier nochmal mit einem Eyecatcher in Orange. Also jetzt sieht er gar nicht so orange aus, aber unter dem UV-Licht natürlich richtig doll leuchtend. Ne? Ziemlich cooles Teil. Hat hier noch was drauf? Nö. M-Shed. Nö. So, was haben wir noch? Weiter geht's. Die Firma, die immer liefern kann. Weston Percy the Perch. Der nennt sich hier Percy the Perch, habe ich schon gesagt. Floating. Hat 20 Gramm, ist 10 cm lang und ist ein Crankbait. Farbe? Stehen hier drauf. Schwupps. Ah, den finde ich schon mal cool. Also erstmal sieht er aus wie ein Zander, würde ich mal sagen, obwohl es eigentlich eher ein Barsch sein soll. Oder? Nee, ist doch. Ich glaube, es ist von der Form her doch eher ein Barsch. Hinten mit so einem Puschel dran. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
UV-aktiv. Floating 20 Gramm. Ja, der Bau ist auf jeden Fall UV-aktiv. Rasseln drin. Ja. Kann auf jeden Fall machen. Stand hier noch was drauf? Farbe stand wirklich nicht drauf, oder? Percy the Perch, Crankbait, Floating. Nö, steht nicht drauf. Hm, komisch. Naja. Aufkleber schon ausgefallen, oder? Ey, wo ist er denn? So. Naja. So, der kann wieder rein. Oh, hoppala. Ach, hier oben ist er. Ach, schön blöd. Swups. So, was haben wir noch? Nochmal von der Firma Westin. Natürlich ein Chatties. Wie sollte es anders sein? Farbe heißt Baitfish. 15 cm ist er lang. Ja, nichts Besonderes. UV-aktiv ist er nicht. Und dafür passt sicherlich der große Jighead hier. Asterbohne. Ja, perfekt. Dann geht's hier weiter mit ein wenig Westin Pro Leader Titanium Stahlverfach 22,7 Gramm Tragkraft 40 cm ist es lang. Kann auf jeden Fall mal gebrauchen. Und da wird ein Stück nur drin sein, so wie ich sehe. Ja, also hier was zum Hechtangeln. Titanium Tooth Proof, also zahnsicher, beißsicher. Natürlich hier auf die Hechte bezogen, ne? Ja, The Tooth Dog, der Zahnarzt. Was haben wir noch? Wir haben ein paar Aufkleber. Morphisch und Zwatonka. Zwatonka, Zwatonka. Katonka, Katonka. Dann haben wir von der Firma Rapala mit der Scatterlip einen, wie heißt er? Crank Shallow, ist das die Name von, der Name von dem? Ja, würde ich mal sagen. Crank Shallow. Mach ich mal aus. Ein dicker Crankbait mit mal einer etwas anders geformten Tauchschaufel. So wie so ein dickes Smile sieht der hier aus. Auch mal interessant. Ein schöner Punkt hier nochmal zum Anvisieren für die Hechte, damit sie auch wissen, wo sie beißen sollen. Ziemlich cool. Farbe nennt sich Pinguin. Das ist ja wild. Ja, sieht auch ein bisschen so aus wie ein Pinguin. Auch ein schönes Ding. Der ist tatsächlich auch silent. Also da klappert nichts bis auf die Ringe. Und die Haken sind auf jeden Fall scharf. UV-aktiv, sicherlich unten am Kinn. Genau. Schönes Ding. Hm. Schöner fetter Crankbait für die Barsche jetzt. Barsch-Saison. Was haben wir noch? Wir haben von der Firma, na, das ist auf jeden Fall hier wieder was von Westin. Das ist hier auch wieder ein Shad Tees. Oder ist es ein Shad Tees Slim? Warte mal. Ne, ist auch ein Shad Tees. Auch ein Shad Tees. Farbe kann ich jetzt leider nicht so richtig sagen. Steht nämlich nicht drauf. UV-aktiv am Bauch. Typischer Westin-Geruch. Hinten das Logo im Schwanz. Wow. Also der wird wahrscheinlich super als Trailer fungieren für den Swatonka Spinnerbait namens Queen Kelly. Queen Kelly nennt er sich hier. Packen wir gleich mal aus. So, das hier alles in Englisch. Na. Den muss er, glaube ich, auch ganz auspacken, weil ich sehe schon, der ist hier noch so festgemacht. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Gucken. Ist noch eine Franse eingeklemmt hier. Ach, und noch genau unter der Klammer hier unten. Jetzt. Hubala. Ein Riesenteil. Ein Riesenteil. Kann man auf jeden Fall hinten auch noch abmachen. Ne? Also den muss man nicht dran haben. Dann muss man hier natürlich diese kleine Plastikschnupsel hier nach vorne schieben und dann den Zusatzhaken hier abmachen. Ne? Einfach, damit man das System von alleine her so gestalten kann, wie man es möchte. Auch die Fransen, hier UV-aktiv in dem Fall, kann man sich auch zurechtschneiden. Also wenn man den jetzt eher immer fischen würde, nur mit dem hier, dann schneidet man halt die etwas längeren höchstwahrscheinlich ab. Die sind jetzt natürlich wahrscheinlich dafür da, um auch hier hinten nochmal so ein bisschen das alles hier, ja, verschwinden zu lassen oder zu unterstützen, je nachdem. Wahrscheinlich, ne? Schönes großes Blatt hier dran, auch schön von der Farbe her mit angemalt. Ziemlich cool. Ja, die Blätter auch. Ach, zwei hier sogar. Hier siehst du, auch UV-aktiv und das hier auch UV-aktiv. Ja, ziemlich cooles Teil. Ganz schön groß, ganz schön fett. Steht hier eine Gewichtszahl drauf von Queen Kelly.
Nö. Farbe nennt sich auf jeden Fall Golden Shiner. Doch, hier, 28 Gramm. Und, achso, warte mal, Weight Head 28 Gramm, also der Kopf vorne wiegt 28 und total 50 Gramm. Genau, also alles zusammen 50. Plus natürlich noch ein Trailer. Müsste auch gerne nochmal so wahrscheinlich 20 Gramm rechnen bei so einem, weiß ich nicht hier. Der ist wahrscheinlich hier auch zu klein, oder? Ja, der ist natürlich zu klein. Da muss so einer ran hier. Ja, genau. Ziemlich cool. Und dann haben wir noch von der Firma Hybrida Black Forest Lures, also Schwarzwaldköder. Genau, Schwarzwald, nicht Spreewald. Nochmal den B1 Crankbait von Hybrida mit VMC-Haken. UV-aktiv steht hier vorne schon drauf. Den packen wir mal aus. Schöner großer Hechtköder auf jeden Fall. Poison Pike nennt sich hier die Farbe in dem Fall. Slow Floating. 130 mm lang, 35 Gramm schwer und Lauftiefe 2,5 Meter. Da haben wir auch nochmal so ein Muster drauf, wie der läuft. Das ist jetzt hier genau der B1 in dem Fall. Auch ganz cool gemacht. Step and go, Stop and go. Oder einfach werfen, kurbeln, fangen. Auch Silent in dem Fall. Schön dunkel oben und hier vorne noch so angefangen mit einer, ja, so ein bisschen Metallic-Farbe. Und das wird hier hinten tatsächlich dann nur so ganz dunkel in dem Fall. Hier sieht man auch noch mal, glaube ich, das Morphisch-Logo. Kann man ziemlich schlecht erkennen jetzt hier, so wirklich auf dunkel geschrieben. Kann ich nicht lesen, da steht Hybrida, Morphisch und das letzte kann ich nicht lesen. Edition höchstwahrscheinlich. Genau. Hier sieht man schon unter der UV-Lampe, wie schön der halt leuchtet. Cooles Teil, gefällt mir sehr gut. Auch Silent in dem Fall, da hört man gar nichts. Auch ganz geil. Ja. So, und dann würde ich mal sagen, war's das fast. Da haben wir noch einen Lolli. Oh, Entschuldigung, einmal gegen die Kamera gehauen. Ja, das war's. Schöne Box von den Ködern her. Sehr schön gemacht, sehr schön zusammengestellt. Wir haben zu allen Ködern, die wir hier drin haben, quasi das passende ja, Zubehörteil, was wir brauchen. Wir haben ein Vorfach mit bei. Fürs Hechtangeln, gut, für Barsch haben wir jetzt nichts dabei. Was ich ein bisschen vermisse, sage ich jetzt mal, für das Osterflair, außer den Schokololli, der natürlich ein bisschen Osterflair vermittelt, hätte man ruhig noch ein bisschen Ostergras mit reinmachen können, wenn man schon nicht, so wie andere, sage ich jetzt mal, einen speziellen Karton oder halt auch ein Körbchen mit reinpackt, hätte man das, sage ich mal, machen können, um das Oster noch ein bisschen zu projizieren. Ich bin da sehr klassisch gehalten, ich mag sowas tatsächlich, aber ich kann auch verstehen, wenn ihr sagt, nee, so ein Quark brauche ich nicht. Für mich reicht es, wenn geile Köder in der Box liegen, das ist auch vollkommen okay. Was mir noch fehlt, ist tatsächlich ein schöner Zettel, der nochmal erklärt, um welche Köder es sich handelt, was ihre Besonderheiten sind. So wie wir es eigentlich von Morphe schon in Monatsboxen kennen, da hätte ich mir doch gedacht, dass man das vielleicht hier bei so einer besonderen Box, sag ich mal, auch einfach mal macht. Aber ansonsten natürlich von den Ködern her eine Top-Box, top zusammengestellt, Warenwert ungefähr 80 €, also laut Herstellerseite für 50 € kaufbar. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wir haben hier tolle Köder dabei, große Köder für Hechte. Wir haben schöne Hardbaits mit dabei, drei Stück an der Zahl hier. Hybrida sowieso hier auch über jeden Zweifel erhaben. Rapala finde ich auch immer toll. Westin, ja. Auch eine super Firma, aber dem wird man ja auch irgendwann überdrüssig, wenn man es halt, ich in meiner Blase, sage ich jetzt mal so, der halt so viel auspackt, immer wieder sieht, dass es dann irgendwann, ich sag mal, nicht mehr so besonders für wie für jemanden, der halt nicht regelmäßig die Boxen so bezieht. Aber ansonsten natürlich eine tolle Box, ne? Also alles mit dabei, was wir brauchen, wirklich toll abgestimmt für jedes System, alles passend dabei. Ach, sogar noch ein Hardbait hier, siehst du, Viere an der Zahl. Ja, also schon eine schöne Box. Also ganz toll zusammengestellt. Gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Bin ich sehr gespannt, wie ihr diese Box findet. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns schon mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Lemmy.